Neymars Rückkehr zum FC Barcelona fiel kürzer aus als gedacht. Nur 30 Minuten verweilte er auf dem Clubgelände und verabschiedete sich von seinen Mitspielern. Die anwesenden Fans erhielten bald über die Social-Media-Kanäle des Vereins die Information, dass Neymar nach Hause geschickt wurde, um seine Zukunft zu klären. Diese scheint bei Paris Saint-Germain zu liegen. Der französische Vizemeister wird sich Neymars Dienste 222 Millionen Euro Ablöse kosten lassen. Eine neue Rekordsumme im Fußballgeschäft. 2013 wechselte Neymar im Alter von 21 Jahren zum FC Barcelona. Damals wurde er als kommender Weltstar angepriesen und erfüllte dieses Versprechen. Mit 105 Toren in 4 Jahren hatte er großen Anteil an 2 nationalen Meisterschaften sowie dem Champions-League-Sieg der Katalanen 2015. In seiner Heimat wird Neymar wie ein Volksheld verehrt. Besonders seitdem er 2016 in Rio, Brasilien, als Kapitän zum Sieg des Olympischen Fußballturniers führte. Ein weiterer Anreiz für Paris wird Neymars Strahlkraft als Werbefigur sein. Egal, ob auf dem Platz oder daneben, Neymar steht immer im Fokus der Weltöffentlichkeit.